Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und ich habe mich ja in den letzten Monaten mit ziemlich viel Mist beschäftigt. Haida, Mistfilter, Variable X, Mistfilter von Freewell, aber heute treiben wir das Ganze auf die Spitze. Quasi die Spitze des Misthaufens. Denn ich habe mir mal verschiedene Diffusionsfilter von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Stärken und in unterschiedlichen Preisklassen angeschaut, um den besten Filter zu finden, der euer Bild schlechter macht. Aber natürlich im guten und gewollten Sinne. Und ich habe sogar mal den DIY-Hack zum Mistfilter-Eigenbau ausprobiert und mal sehen, was der so taugt. Also Film ab! Wenn ihr noch nicht wisst, was Diffusionsfilter sind, das sind Filter, die das Bild eurer Kamera eigentlich eben schlechter machen. Sie nehmen dem digitalen Bild ein wenig die übertriebene Schärfe, was gerade bei Videos echt toll aussehen kann. Und sorgen um Lichtquellen für einen leichten Dunsteffekt. Deswegen eben auch der Name Mistfilter, Englisch für Dunst. Aber Mistfilter sind nicht nur was für Video. Denn heutige Kameras und Objektive sind so scharf und so gut, dass man dem manchmal entgegenwirken muss, um einen gewissen gewünschten Look zu erhalten. Früher war die größte Schwäche von Objektiven nämlich Gegenlicht. Da gab es mächtig viele Lensflares, Ghosting, Kontrastabfall und ein leicht weicheres, wenn nicht sogar unscharfes Bild. Das alles gibt's heute bei modernen Objektiven kaum noch, dank den Fortschritten in der Optik und Beschichtung. Aber manchmal sieht es eben schon ganz geil aus, wie hier zum Beispiel bei Micha im Wald, sowohl als Video als auch als Foto. Oder hier mit Micha in einem Lost Place und das Licht der Fenster bekommt einen quasi Dunstschimmer. Oder auch hier auf dem Foto von unserem Zuschauer Marco, der damit die Lichtquellen auf seinem dunklen Streetlife-Bild noch besser in Szene gesetzt hat. Schaut für mehr coole Bilder auch gerne mal bei ihm im Instagram vorbei. Genauso wie bei Sebastian Lindner, der hat diesen Effekt nämlich toll in seinem Shooting in einem alten Kino zur Geltung gebracht und dort auch mit Mistfiltern experimentiert. Kann zum Beispiel auch bei Hochzeitsfotos richtig toll wirken, da gerade indoor dann das Licht der Fenster einen richtigen Schein bekommt und eben diesen Glow, diesen Dunst, diesen Mist sozusagen. Wenn ihr den Effekt dann ein bisschen kennt und wisst, wie das aussieht, dann erwischt ihr euch vielleicht sogar selbst beim abendlichen Netflix-Schauen, wie ihr darauf achtet, ob da jetzt in der Szene gerade ein Mistfilter zum Einsatz kam. Mir ist das zum Beispiel bei Suits aufgefallen, bei A Handmaid's Tale, bei Designated Survivor und auch bei anderen bekannten Serien. Da habe ich überall den Einsatz von Mistfiltern an der einen oder anderen Stelle entdeckt. Bei Designated Survivor wahrscheinlich sogar für absolut jede Aufnahme. Wenn man den Effekt dann einmal sieht, sieht man ihn immer und überall. Für die Kinoproduktion sind aber vermutlich weiterhin Tiffin-Filter als Mistfilter die besten, weil es die eben auch als Plattenfilter für die Matbox gibt. Aber kommen wir mal dazu, worum es heute gehen soll. Ich habe mir alle Mistfilter geschnappt, die ich in die Hände bekommen konnte und auch eigentlich alle, die ich kenne. Wenn ihr noch ein paar mehr kennt, dann ab damit unten in die Kommentare. Und ich will heute mal wieder ein wenig vergleichen, um den besten und preiswertesten Diffusions- oder auch Mistfilter zu finden. Oder sogar, um mal auszuprobieren, ob man sich so einen Filter auch selbst bauen kann. Wollt ihr das sehen? Wenn ja, dann drückt mal schön auf den Like-Button, um das Video im Algorithmus zu pushen, denn vorher geht's nicht weiter. Ein Spaß. Es gibt nämlich schon seit ein paar Jahren ein paar DIY-Videos dazu auf YouTube. Der eine macht's mit einer Strumpfhose, der andere mit Haarspray. Ich habe die Haarspray-Methode versucht. Dafür braucht ihr einen klaren Filter, den ihr opfern könnt, also einen Clear Filter oder einen UV-Filter. Ich habe mir hier einen alten Haida Slim Pro in 82mm genommen. Kostenpunkt so je nach Hersteller für so einen klaren Filter 10 bis 30 Euro. Wenn ihr den nicht sowieso schon zu Hause rumliegen habt, dann reinigt ihr den Filter und sprüht eine sehr, sehr, sehr kleine Dosis Haarspray auf die Innenseite des Filters. Warum? Naja, ich habe hier einen beschichteten Filter. Und wenn ihr so einen verwendet, dann wäre es natürlich auch schön, wenn die Beschichtung zumindest draußen dann noch funktioniert, oder? Wenn man den Filter dann draußen säubert, also wenn da Wasser oder Fett drankommt, dann hat man immer noch die Funktion der Beschichtung, was dann auf der Innenseite mit dem Haarspray nicht mehr so gut funktioniert. Und so kann der Filter auch immer noch etwas gegen Flares wirken. Am besten macht ihr das über der Badewanne. Wichtig ist, den Filter schön weit weg von der Sprühdose, sonst wird die Schicht viel zu dick
und aus Diffusion wird komplette Unschärfe, so wie in meinem ersten Versuch, der komplett gescheitert ist. Da konnte ich dann quasi nichts mehr durch den Filter sehen. Hab's dann mit Wasser abgewaschen, wieder gereinigt und nochmal deutlich weiter weg versucht, sodass der Sprühnebel dünner war und hatte dann eine gleichmäßige Verteilung der quasi Diffusionspünktchen durch das Haarspray. Und das war dann quasi so, wie ich es mir vorgestellt hatte. So ist das Teil durch die Beschichtung zumindest außen noch intakt und quasi besser als 90% der gekauften Mistfilter, da die alle keine Beschichtung haben. Aber schauen wir mal, wie der Effekt dann am Ende auch aussieht. Und dann habe ich natürlich auch noch ein paar gekaufte Filter mit dazu ins Rennen geschickt. Einige davon kennt ihr schon. Der Tiffin Black Pro Mist ist natürlich die bekannteste Variante. Oder den Freewell Glow Mist Filter, der magnetisch ist, habe ich euch auch schon gezeigt. Oder die Haida Mist Black Filter. Neu dazu kommt aber der Haida Filter in 1/8 Stärke und Nisys Allure Soft Filter. Und ganz neu der K&F Concept Black Mist Filter in 1/4 Stärke. Durch den habt ihr mich schon in den letzten paar Videos gesehen und Micha hat jetzt auch so einen. Übrigens gibt es kombinierte variable ND- und Mistfilter nach wie vor nur von Polar Pro und Freewell. Ich denke aber, die Konkurrenz wird da bald nachlegen, denn das finde ich für Video eines der besten Tools der letzten Jahre. Schauen wir uns die ganzen Filter mal kurz an. Preislich ist der Selbstbaufilter natürlich absolut unschlagbar, gerade wenn man wie ich den Filter eh schon hat. Dann gleich danach kommt der, wo ist er? Nisi-Filter, also nicht gleich danach, aber der kostet in 82mm Größe gerade mal 55€, ist also der günstigste Mistfilter, oder? Jetzt hätte ich es noch fast vergessen, doch, der Nisi-Filter ist der günstigste. Warum? Weil wir haben für nisioptics.at auch einen Rabattcode, der beschert euch 7% Rabatt und kostenlosen Versand nach Deutschland und damit kostet der Nisi-Filter dann so ca. 30 Cent weniger als der K&F-Konzept-Filter. Nur minimal teurer ist der K&F Concept Black Mist in der Stärke 1/4, auch in 82mm. Der kostet eigentlich 56€ auf der Website von K&F. Mit unserem Rabattcode kostet er aber gerade mal im Prinzip unschlagbare 51€. Zwar muss man da mit dem Versand noch eine Weile warten, aber bei Amazon kostet der selbst dann leider selbst mit Rabattcode immer noch 90€. Keine Ahnung, wieso die Differenz da so groß ist. Also würde ich definitiv euch nicht empfehlen, den bei Amazon zu kaufen. Generell sollte man alles, wo man es vermeiden kann, nicht bei Amazon kaufen. Schon etwas kostspieliger ist dann der Haida Mist Black Filter in 82mm Größe mit 75€ auf der Haida Deutschland Webseite. Kosten bei Amazon auch unnötig mehr. Die Freewell Glow Mist Filter, die hier, die kosten in 82mm jeweils 100€. Nicht gerade wenig Geld, aber ist eben auch dieses magnetische Filtersystem keine normalen Schraubfilter. Ob man das braucht oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr wissen wollt, wie sich dieses magnetische Filtersystem so in der Praxis macht, dann habe ich schon 2 Videos zu den Magnetfiltern gemacht. Ja, die findet ihr oben in der Infokarte. Der teuerste Spaß aus dem Testfeld hier ist der Tiffin Black Pro Mist mit 82mm Größe, der kostet je nach Stärke weit über 100€. Also ziemlich unnötig teuer. Machen wir uns mal ans Vergleichen. Erstmal in Sachen Verpackung. Nisi, Haida und Tiffin kommen in einfachen Plastikboxen. Nichts Besonderes, schlichte Aufbewahrung für die Filter. Bei K&F sieht es ein bisschen anders aus, aber auch nur vom Aussehen her. Da gibt es so eine runde Schachtel zum Aufdrehen, wo der Filter drin Platz findet. Auch ganz schön, aber im Endeffekt erfüllt es den gleichen Zweck. Aber die einzige Besonderheit sind quasi Freewells Glow Mist Filter. Das sind ja magnetische Filter. Das heißt, es gibt erstmal diese schöne, hochwertige Verpackung. Da drin ist noch diese schöne kleine Schachtel dann für die Filter selbst, das macht schon was her, ist was anderes. Und dann gibt es natürlich den Filter mit dem passenden magnetischen Halterring und noch dazu auch ein Deckel für Filter oder eben Halterring, weil ja der Halterring normalerweise am Objektiv bleiben soll. Notwendig ist es vielleicht nicht unbedingt, aber trotzdem schön zu haben. Vom äußeren Erscheinungsbild her
wirkt der Tiffin-Filter ziemlich altbacken. Der bietet nicht so richtig Grip, nur die Vorderseite ist so ein bisschen geriffelt, aber das ist nicht so richtig griffig und nicht so richtig schön anzuschrauben und ist auch der breiteste von allen Filtern. Der Neasy-Filter steckt hier drin. Wie gesagt, einfache Plastikverpackung. Der sieht etwas schicker aus, auch vordere Kante geriffelt, so glänzend schwarz und ist deutlich, deutlich schmaler. Hat aber auch keine griffige Kante irgendwie, um den leichter anzudrehen oder abzuschrauben. Bei Haidan, hier drin, yep, da bekommt man, wie gesagt, auch so eine einfache Plastikbox, nichts Besonderes. Der Filter ist mattschwarz, auch sehr schmal, vielleicht ein kleines Müh dicker als der von Neasy. Ja, der Neasy ist schon wirklich sehr schmal und hat aber außen so eine kleine, leichte, geriffelte Kante an jeder Seite, so dass man den Filter gut greifen kann und schön an- und abschrauben kann. Richtig gut, richtig schön, einfach, griffig, so soll das sein. Der K&F Concept Filter, der ist ebenfalls mattschwarz, aber das ist eher so ein, sagen wir mal, stumpfes Matt. Ja, kann man jetzt schlecht beschreiben, aber das fühlt ihr dann, wenn ihr den in der Hand habt. Der ist nicht so schmal wie der von Haida und erst recht nicht so schmal wie der von Neasy. Oder ist er eigentlich so schmal wie der von Haida? Ah ja, ist eigentlich genauso schmal wie der von Haida. Aber der Unterschied ist, der K&F-Filter hat ein deutlich längeres Gewinde. Das heißt, man braucht auch länger, um den ans Objektiv dran zu schrauben. Warum das jetzt so ist, keine Ahnung. Ich finde es aber ein bisschen nervig, weil es eben einfach länger dauert. Aber dafür hat er auch eine schöne Rifflung hier rechts und links dran am Filter. Die beste Rifflung wahrscheinlich, um den ordentlich zu greifen zum An- und Abschrauben. Und der Freewell-Filter kommt, wie gesagt, hier in der schönen Plastikbox und ist an sich für sich selbst der schmalste Filter. Aber so kann man den natürlich nicht verwenden. Man braucht noch den magnetischen Halterring fürs Objektiv. Und mit Halterring, da ist der Freewell-Filter sogar dicker als der von Tiffin. Riffelung oder besseren Griff braucht man hier nicht unbedingt, da es ja magnetisch funktioniert. Und wenn es am Objektiv ist, geht es auch schön einfach. Nur hier ist es jetzt ein bisschen schwierig, wenn man den Magnetring einzeln hält. Trotzdem sind die Seiten des Freewell-Filters geriffelt, um ein bisschen besseren Halt beim Dran- und Abstecken zu haben. Aber ob der Filter selbst jetzt griffig ist oder eben weniger griffig, macht in der Usability gar keinen so großen Unterschied. Wenn ich sie nach Usability ordnen sollte, dann wäre für mich ganz klar an Nummer 1 der Freewell magnetische Filter, da das einfach, super schnell geht und sich der Halterring auch ordentlich ins Objektiv schrauben lässt. Nummer 2 wäre dann für mich sogar der Neasy Filter, weil der auch ohne griffig zu sein sehr, sehr leicht ins Gewinde gleitet. Nummer 3 der Haida Filter, der lässt sich auch schön einschrauben. Der Tiffin-Filter hat da auch keine Probleme. Was mich ein bisschen verwundert hat, der K&F-Concept-Filter, der hat zum Beispiel an meinem RF153528 ziemliche Probleme und hat da gequietscht beim Reindrehen und ließ sich auch nicht ganz so einfach reindrehen. War aber auch nur bei dem Objektiv der Fall, in so einem Step-Up-Ring wie hier an meinem Sigma 35mm 1.4, da gab es dieses Problem nicht. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass der Filter eben diese quasi stumpf matte Oberfläche hat und nicht glänzend ist und deswegen ist da noch ein bisschen mehr Reibungswiderstand und noch dazu das große lange Gewinde. Das kommt dann alles zusammen, sodass der K&F Concept Filter jetzt keiner ist, den man unbedingt sehr oft an- und abschrauben möchte. Was mir bisher aber leider an Mistfiltern echt gefehlt hat, ist eine ordentliche Beschichtung. Zwar heißt zum Beispiel der Haida-Filter ja auch Nanopro und das ist eigentlich die Bezeichnung für die Beschichtung. Beschichtet ist der aber nicht. Der K&F-Concept-Filter ist, soweit ich das weiß, der erste, wirklich sowohl gegen Wasser als auch Fetthaftung und Reflexionen und Lensflares ordentlich beschichtete Filter. Und er ist auch noch der günstigste. Hut ab, kann ich heute mal machen, Haare passen. Keiner der anderen Filter hat eine Beschichtung, die gegen Lensflares irgendeinen Effekt zeigt und das ist echt schade. Aber der Neasy-Filter, der scheint zumindest gegen Schmutz und Fett beschichtet zu sein, da das Wasser abperlt.
und er lässt sich so auch leichter reinigen. Der Eigenbaufilter, praktischerweise, da der ja per se ein beschichteter Filter war, ja, zwar nur Haidas alte MC-Beschichtung, aber lässt sich so auch gut von außen reinigen, aber hat kaum Effekt gegen Lensflares und Ghosting. Manch einer sagt vielleicht jetzt, er möchte Lensflares und Ghosting haben, gerade für Video kann das echt schön aussehen. Ich mag es aber lieber, wenn das sehr dezent und unterdrückt ist. Sonst kann das gerade bei Zoom-Objektiven mit einem komplexen Aufbau wie hier mit meinem 2470 RF schnell ziemlich überladen wirken in Sachen Lensflares. Was man äußerlich bei einigen Filtern auch sehen kann, ist einfach, wie die Diffusion erreicht wird. Beim K&F-Filter sieht man zum Beispiel sehr deutlich so kleine schwarze Partikel im Glas, die für die Diffusion sorgen. Sieht ein bisschen dreckig aus, muss aber so sein und geht auch zum Glück nicht weg. Beim Nisi-Filter dagegen, da sieht man so ein bisschen, dass der, ja, sagen wir mal, eine Art Milchglas-Effekt hat. Und man sieht schon an der Reflexion, dass das vermutlich eine Art Diffusionsbeschichtung ist. Die Reflexion der anderen Filter sind nämlich klar und die vom Nisi ist so leicht verschwommen, wie eben der Blick durch Milchglas. Bei den anderen Filtern kann man auf den ersten Blick in der Makroaufnahme nicht erkennen, woher jetzt der Diffusionseffekt kommt oder wie der erreicht wird. Aber kommen wir mal dazu, wie das Bild der Filter wirkt. Eigentlich das Wichtigste, also wie stark der Diffusionseffekt zu sehen ist und die Lichtquellen verändert und natürlich das Bild weicher macht und auch für diesen gewissen Glow sorgt. Ich blende euch das Bild der Filter jeweils neben dem Originalbild ohne Filter ein. Wenn ihr das genauer vergleichen wollt, packe ich euch aber auch ein paar kleine 4K-Clips der jeweiligen Filter unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr gerne selbst damit spielen und das ausprobieren. Der DIY-Filter hier, der konnte mich vom Bild her überhaupt nicht überzeugen. Das sieht einfach nur unscharf aus. Klar hat man auch den Dunsteffekt, ja, den sieht man, aber eben leider auch nicht nur diesen schönen Dunst und nicht diesen schönen Dunst, den die anderen Filter erzeugen, sondern einen übertriebenen Dunst, der etwa so wirkt, als würde man das Objektiv vorher angehaucht haben oder man sitzt in der Sauna und alles beschlägt. Ja, schade, meiner Meinung nach lohnt sich das also nicht. Schon besser, aber immer noch für meinen Geschmack etwas zu viel, macht der Nisi Allure Soft Filter. Das Bild ist viel schärfer im Gegensatz zum Eigenbau. Man kann die Details gut ausmachen, aber der Dunst um die Lichtquellen ist mir persönlich da einfach ein Tick zu viel. Aber sicher auch Geschmackssache. Ich habe Nisi übrigens gefragt, welcher Stärke dieser Filter entspricht. Und das soll auch eine 1/4-Stärke sein, aber ist deutlich stärker als die anderen mit dieser Stärkenangabe. Die anderen nehmen sich da recht wenig. Haidas neuer Black Mist Filter oder Mist Black Filter in Stärke 1/8. Der hat eine schöne Abstufung im Vergleich zu der 1/4-Version. Und so kann es echt vom Vorteil sein, beide dabei zu haben, um diesen Effekt so ein bisschen zu steuern, gerade für Fotos, gerade wenn es drauf ankommt. Zwischen dem Freewell in Stärke 1/8 und 1/4 fehlt mir diese Differenz. Beide wirken für mich fast gleich, nur bei ganz genauem Blick ist ein kleiner Unterschied, um die Lichtquellen zu erkennen. Der Tiffin-Filter hat einen sehr angenehmen Effekt und einen schönen Schein und Schimmer um die Lichtquellen. Gefällt mir sehr gut und dabei ohne das Bild unnötig unscharf zu machen, wie das zum Beispiel bei Nisi oder bei dem Eigenbau der Fall ist. Der K&F-Concept-Filter dagegen hat den quasi stärksten Glow um die Lichtquellen, aber schafft es dabei gleichzeitig, das Bild nicht unnötig unscharf zu machen. Und das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Das würde ich sogar sagen, gefällt mir vom Look her am besten. Noch dazu ist das sehr schön, wenn man jetzt keine so starken Lichtquellen wie hier eben die Lampe im Hintergrund hat. Wie das hier gemacht wird? Keine Ahnung, aber mir gefällt der Effekt aus dem K&F-Filter sehr gut. Ich hätte jetzt aber gern noch den K&F-Concept-Filter in Stärke 1/8. Das würde mir dann am besten gefallen wahrscheinlich. Dann hätte ich beides, könnte dazwischen wechseln, je nachdem, was für die aktuelle Situation gerade das Beste wäre. Ich kann euch aber leider nicht sagen, ob der auch noch in einer niedrigeren Stärke kommt. Auch Outdoor kann man den Effekt schön sehen. Gerade bei Gegenlicht oder im Wald mit Bäumen kommt das toll zur Geltung. Dann kann es aber auch schnell zu viel werden, weil man die Lichtquellen relativ schlecht kontrollieren kann. Da hilft es dann sicherlich auch, die unterschiedlichen Stärken am Start zu haben, um da zum Beispiel mit dem Set der beiden Haida-Filtern unterschiedlichen Stärken eine
tolle Abstufung zu haben, je nachdem, was man denn jetzt erreichen will. Bei Freewell, wie gesagt, ist mir der Unterschied zu klein und auch die Wirkung eben etwas zu klein. Aber kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Welcher Filter gefällt mir vom Look am besten? Definitiv der K&F-Konzept für Indoor- und Video-Use. Keine Frage, würde ich da jedem empfehlen, deswegen hat Micha jetzt auch einen. Für Outdoor ist er mir aber zu viel, da würde ich dann eher zu einem der beiden Haida-Filter greifen oder eben zum Freewell-Set. Aber das ist mir auch schon wieder ein bisschen zu wenig Wirkung dann für Outdoor. Was mir gar nicht gefällt, ist Neezy und die Eigenbauversion. Da finde ich den Effekt einfach zu stark. Bei Neezy bräuchte man dann wahrscheinlich eine 1/16 Version, damit es normal wirkt, wie die anderen bei 1/4. Und ja, die Eigenbauversion könnte sein, dass man das vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommt, wenn man auch ein bisschen feineren Sprühnebel des Haarsprays hat. Der Tiffin-Filter reiht sich gut ein und sitzt meiner Meinung nach zwischen dem Haida in 1/4 Stärke und dem K&F-Konzept in 1/4 Stärke. Der overall allgemein empfehlenswerteste Diffusionsfilter, wenn man alle Argumente mit einbezieht und auch den Preis, ist für mich der von K&F-Konzept. Der ist mit Rabattcode der günstigste und ist als einziger beschichtet und reduziert so Lensflares und Ghosting und lässt sich eben auch leichter reinigen. Die von Freewell, die überzeugen natürlich durch die Usability des Magnetsystems, das ist keine Frage. Und die Haida-Filter sind einfach echt gute Produkte mit ordentlichem Design und der Effekt ist ordentlich und gut abgestuft zwischen den beiden Versionen. So kann man das schön zur Geltung bringen. Wenn Haida und Freewell jetzt noch beschichtet wären, ja, dann würde es noch mehr Spaß machen. Bei Neezy gefällt mir der Look, den es macht, leider nicht. Ansonsten kein schlechtes Produkt. Wie gesagt, in einer niedrigeren Stärke könnte man damit was anfangen. Ist zumindest auch gegen Fingerabdrücke und Wasser auf dem Glas beschichtet. Und das ist praktisch, denn das hat keiner der anderen, außer eben der K&F. Der Tiffin-Filter ist mir für das, was er macht, leider viel zu teuer. Da kann man sich aus den anderen 3 aussuchen und ist immer noch nicht beim Preis von dem hier. Und die DIY-Version, ja, die funktioniert zwar, aber eben auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ja, vielleicht, wenn ich es noch weiter weghalte, dann viel feinere Dosis Haarspray mache oder es gibt Haarspray, was feiner zerstäubt. Kann man viel rumprobieren, ist natürlich echt cool, dass man es selber machen kann. Aber ich möchte dann irgendwie einfach die Kontrolle darüber haben, wie es aussieht, wie es wirkt. Aber ich muss euch sagen, ich habe am Anfang auch verdammt viel mit DIY-Projekten gemacht und habe übelst viele Projekte von DIYphotography.com nachgebaut. Und das ist schon echt eine gute Methode für wenig Geld, um mit dem Effekt zu spielen, um damit warm zu werden, um das mal auszuprobieren. Definitiv empfehlenswert. Also wenn ihr irgendwo einen alten UV-Filter rumliegen habt, probiert es mal aus. Wenn der beschichtet ist, kriegt man das Haarspray je nach Marke des Haarsprays auch wieder ab. Aber probiert es lieber nicht mit Sprühkleber, dann geht es nämlich nicht wieder ab. Welcher Mistfilter oder auch Diffusionsfilter wäre denn jetzt für euch die richtige Wahl? Oder habt ihr schon einen? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Ich werde wahrscheinlich weiterhin im Studio auf den K&F setzen, wenn ich nicht gerade keine Lust habe, den dran zu schrauben und einfach so einen Freewell vorne an meinen Magnethalter klatsche. Links zu allen Filtern, über die wir jetzt hier gesprochen haben, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Das pusht uns im Algorithmus, tut der Seele gut als geschundener YouTuber. Nein, sind wir ja nicht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um unseren Kanal zu abonnieren. Und das allerhöchste der Gefühle wäre natürlich ein Druck auf die Glocke, also gebt uns eins auf die Glocke, denn so verpasst ihr kein neues Video mehr von uns. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Clubmate über PayPal spendieren. Links dazu ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Hier findet ihr jetzt noch 2 weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt. Und ich lasse euch dann mal ein paar Sekunden zum Überlegen. Ist schwer, ich weiß. Sind so gute Videos. Und dann sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.